Liebe Leute, mein Name ist Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu Before We Leave. Ja, wir starten gleich wieder. Zack, los geht's. Falsche Taste. So. Wir befinden uns noch im Aufbau unserer ersten Siedlung. Hat aber schon Ausmaße angenommen. Bisschen Platz haben wir aber noch. So, wir brauchen Strom. Haben wir schon einen Auftrag gegeben. Dafür brauchen wir allerdings Werkzeug. Ist auch schon drinnen. Ja, läuft ja. Gemüsefelder, Teefelder, alles im Bau. Ja, und wir sehen schon wieder, die Manneken waren schon rot. Wir könnten schon fast wieder die nächsten Leute brauchen. Wir bauen jetzt erstmal hier die Schule. Wir könnten... Eigentlich will ich gar nicht schon wieder einen neuen Häuserblock bauen. Eigentlich hätte ich viel mehr Bock, schon in die Höhe zu bauen. Funktioniert leider noch nicht ganz. Und ich merke gerade, ich habe mich hier in eine Sackgasse reinmanövriert. Ich komme hier nicht vorbei, ohne Wälder abzureißen. Und hier müsste ich das Feld abreißen. Wir können ja später hier eine Brücke, glaube ich, drüber bauen. Müsste ja so auch gehen. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber wir können hier zum Beispiel eine Brücke bauen. Also denke ich mal, werden wir das hier auch bauen können. Wir bauen direkt nochmal Werkzeug, weil wir das Holz gerade haben. Noch ein bisschen Bevölkerung. Wie wäre es, wenn wir hier hinten schon Bevölkerung bauen? Wir werden auch hier irgendwann mal Bevölkerung brauchen. Wir reißen die zweimal ab. Bauen dann hier Straße hin. Und werden hier drei Häuser hinbauen. Weil die Verschmutzung von hier wird nicht hier rankommen. Und hab schon wieder den ersten Denkfehler. Da müssten wir das Ganze nämlich so bauen. Schule ist da. So, die nächsten drei Häuser, okay. Schule wird direkt gebaut, da warten wir gar nicht groß. Aber nicht hierhin. Wo setzen wir die Schule hin? Gute Frage, nächste Frage. Also die Schule braucht zwei Felder übrigens. Das ist ein großes Gebäude. Wir könnten... Was mir ein bisschen fehlt, ist eine Umsetzfunktion, weil wenn ich jetzt sage, ich will hier den Weg abreißen, geht nicht, weil hier der Holzfäller sitzt. Aber hier würde die Schule halt gut hinpassen. Wir müssten den Weg vom Holzfäller eigentlich nur hier hin machen, aber dann müssen wir erst den Holzfäller abreißen. Das ist echt umständlich. So, dann können wir die Straße abreißen. Dann bauen wir den Holzfäller hier neu auf. Und die Schule können wir hier reinsetzen. So, 37 von 40 Leuten. Sehr schön. Wir müssen aufpassen, bei 60, also bei den Schritten 60, 120, 180, 240 auf einer Insel, werden die Leute anspruchsvoller. Weil hier bei 60 brauchen sie dann, glaube ich, schon Kleidung und sowas. Und so weit sind wir halt noch nicht. Da brauchen wir dann mindestens eine zweite Insel dazu. Strom haben wir. Dann sage ich jetzt, wir wollen mal das Schiff reparieren. Ah, ich brauche jetzt eine Straße. Braucht 25 Werkzeuge. Müssen wir also nach und nach produzieren. Okay, dann bauen wir jetzt hier noch die Brücken. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Unsere Leute wuseln fleißig umher. Selbst die 40 Leute, immer wenn es hier oben rot aufleuchtet, heißt es, wir haben zu wenig Leute. Wenn es weiß ist, passt. Also immer mal aufpassen, kurz leuchtet es schon immer rot auf. Also wir sind immer noch hart an der Grenze. Wir haben einen Arbeiter, keinen freien Job momentan.
Deswegen leuchtet es manchmal rot auf, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo sagen, hey, fäll mal, reiß mal hier was ab oder so, dann heißt es plötzlich, wir haben zu wenig Leute. So, wir haben hier noch Forschung. Hier noch Forschung. Also, okay, hier haben wir noch einen kleinen Rest. Aber die Forschung geht auf unserer Hauptinsel schon aus. 80, 180 Forschung oder 185 Forschung wahrscheinlich. Gut, gut. Also eigentlich nicht gut. Nicht gut. Alles wuselt schön rum. Wir bräuchten übrigens noch ein weiteres Lagerhaus. Wir brauchen noch ein Lagerhaus für Nahrung. Das können wir hier hinten eigentlich hinbauen. Ah, da ist es im Strombereich. Das wollen wir nicht. Dann bauen wir es hier hin. Straße können wir notfalls auch hier hinten rumführen oder hier rumführen. Eventuell bauen wir hier mal das Eisen ab. Dann ist unser Lagerhaus hier auch im Dreck. Aber bis das soweit ist, werden wir Schmutzentfernung haben. So, unser Aufzug hier hat auch schon die ersten Probleme. Deswegen meinte ich, wir werden auf jeden Fall einen zweiten Aufzug irgendwann brauchen. So, das Schiff ist fast repariert. Fehlt noch irgendwas? Alle Materialien da. Wir brauchen nur Leute, die bauen. Schön. Da brauchen wir noch ein bisschen Werkzeug. Ist aber alles im Bau. Hier wird ein bisschen Musik gemacht. Forschen können wir, glaube ich, gerade nicht. Nein, ist noch nicht aufgegangen. Dann brauchen wir wahrscheinlich die neue Insel dazu. Forschungsbaum ist auch relativ groß. Ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Also irgendwo hier war ich schon. Aber das wird dann schon komplizierter. Also der Anfang geht relativ flott. Hier liegt übrigens eine Kiste direkt vor uns mit 4T. Cool. Bau des Lagerhauses ist abgeschlossen. Hier wollen wir jetzt Essen drinnen haben. Wir könnten für Wasser und Tee auch noch ein Lagerhaus gebrauchen, schon wieder. Eieieiei. Für Wasser und Tee. Ja, hier will ich die Schiffe haben. Hier könnten wir eins hinbauen. So. So, Lagerhaus. Schauen wir mal ganz kurz Brücke. Ja, würde gehen. Sehr gut. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Schiff ist gleich fertig. Dann begeben wir uns auf die Suche nach der Wüste. Ich weiß gar nicht, ob wir auch eine andere Insel aus der Wüste entdecken kann. Ich hatte bisher nur Wüstenkontinente auf einem Startplaneten. Los geht's. Komm schon. Werkzeuge werden aber produziert. Ja, Steine haben wir im Überfluss. Wo bleibt mein Schiff? Warten auf Werkzeuge. Da. Das erste Kolonieschiff ist fertig. Die Aurora.
So, Kolonieschiff Aurora ist einsatzbereit. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Naja, wir brauchen, können ruhig in eine Richtung fahren. Da ist schon was. Hier haben wir die erste Insel. Die Hitze lässt die Luft flimmern. Ja, ja, Wüste. Okay. Okay. Große Insel, Wahnsinn. Da, wir haben uralte Technik entdeckt. Rote Forschung. Okay, ich glaube, wir machen gar nicht lange rum. Ich werde, glaube ich, hier direkt bauen. Hier haben wir auch so Ruinen. Ich glaube, die kann man irgendwann mal mit einem U-Boot oder so was erkunden. Soweit war ich aber noch nicht. So. Wir besiedeln. Dann machen wir mal so. So. Wir haben ein zerstörtes Raumschiff entdeckt. Ja, wo denn? Hier ist es. Man sieht, man braucht hier wahnsinnig viel Zeug. Und vor allen Dingen, wir haben hier noch drei unbekannte Ressourcen, die wir dafür brauchen. Das dauert ein bisschen. Aber ansonsten eine riesen Insel. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, wir fangen direkt an. Wir brauchen hier als erstes eine Entdeckerhütte. Und eine Bibliothek. Die bauen wir jetzt auch einfach so in die Wüste. Geht nämlich. Warum? Das mit der Bibliothek finde ich ein bisschen unglücklich, muss ich gestehen. Wir brauchen auf jeder Insel eine Bibliothek, um das Wissen von der anderen Insel zu benutzen zu können. Also würde ich jetzt hier keine Bibliothek bauen, könnte ich zum Beispiel keinen Aufzug bauen. Das ist ein Schwachsinn, finde ich. Absoluter Schwachsinn. Am Anfang brauchen wir die Bibliothek trotzdem. Wir müssen nämlich erstmal einen Hafen erforschen. Das können wir nur auf der neuen Insel. Braucht nämlich rote Forschungspunkte dafür. Ist jetzt freigeschalten. Man sieht sofort Transport, rot. Schmutzungsreiniger 60. Ja, hier ist übrigens das Haus 40. Also erstmal brauchen wir jetzt ganz viel rot. Und damit wir für den Transport das Rote nutzen können, wir können das ja mit dem Schiff noch nicht hin und her transportieren, brauchen wir es erstmal auf der anderen Seite. So, warum bauen die? Ach, ich. Vielleicht brauche ich erstmal Häuser. Wäre eine Idee, oder? Wäre eine Idee, dass wir erstmal Häuser brauchen. Die Wüste hat übrigens das Problem, wenn die Leute da durchlaufen, fangen sie an zu schwitzen, verlieren Arbeitskraft, müssen ausruhen. Also Wüste ist noch nicht so gut am Anfang. Und die grünen Ressourcen, die grünen Felder brauchen wir dann auch für Brunnen und Anbaufläche. Haben wir denn hier uralte Ruinen? Wartet auf Erkundung. Okay. Sowas hatte ich noch nicht. Brauchen wir wahrscheinlich auch erst einen Erkunder. So, wir kriegen rote Forschungspunkte. 20 Stück brauchen wir, glaube ich. Ja. 20 brauchen wir. Wir können jetzt übrigens hier oben hin und her schalten. Wir können die theoretisch auch benennen. Hauptinsel. Und
Rados Zuflucht. Wer seine Insel, wer eine eigene Insel haben will, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Schön Kommentare erschleichen. Ist ja normal nicht so meine Art. Ich denke mir, wenn jemand gucken will, guckt er schon, egal ob es einen Kommentar oder irgendwas zu benennen gibt oder sowas. Aber trotzdem, falls jemand eine eigene Insel haben möchte, bitte einfach einen Namen von der Insel reinschreiben. So, hier brauche ich eigentlich gar nicht großartig gucken. Es ist alles da, es läuft. Es läuft, ja, okay. Ja. Hier wollte man noch Wasser drin haben. Das habe ich vergessen. Gut. Ja, wir brauchen jetzt erstmal den Transport. Dann können wir nämlich zwischen den Dingern hin und her schicken. 18. Wir haben es gleich. So, 20. Transport. Los geht's. Hier haben wir einen Hafen. Auf der anderen Seite brauchen wir den jetzt gleich. Dann können wir hin und her schicken. Wir können zum Beispiel die roten Ressourcen werde ich dann immer direkt rüberschicken zur Hauptinsel. Hat den Sinn, dass dort die ganze Forschung läuft. Da liegen dann die grünen und die roten Punkte auf einem Haufen. Und hier werden wir auch Ressourcen hinschicken. Wobei wir zum Beispiel hier jetzt schon mal einen Holzfäller hinbauen. Hier können wir gut eine Schule reinbauen. Wollen wir das? Ja, schon, glaube ich schon. Das möchte ich, glaube ich, schon. Wir werden die Werkzeuge und so von drüben jetzt immer erstmal rüberbringen. Also wir können hier natürlich eine eigene Produktion auch aufbauen. Ist logisch. Na, können wir nicht. Weil wir die Werkzeuge hier nicht mit so einem komischen Gerät selber herstellen können. Erstmal müssen wir die Ressourcen quasi hin und her fahren. Aber ist nicht das Problem. So, jetzt haben wir hier echt zu wenig Bürger. Dann brechen wir doch nochmal ab. Ja, der Wachstum ist jetzt natürlich hier nicht so gut, weil wir hier nichts haben. So, Transport ist abgeschlossen. Na gut, dann können wir das Abreißen auch beenden. Dann sollen sie jetzt mal hier warten. Transport ist abgeschlossen. Jetzt geht es nämlich gleich los. Wir brauchen auf unserer Hauptinsel eine Werft. Machen wir es mal so. Eine Werft. Und einen Hafen. Kartoffeln gehen gerade runter, aber es ist keine wirkliche Gefahr. Keine wirkliche Gefahr. Durch die Erkundung einer alten Ruine haben wir erfahren, was es über Häuser. Oh, wir haben die Forschung Haus bekommen. Das ist richtig geil. Jetzt können wir nämlich auf so ein Haus klicken und dann hier einfach verbessern zum Haus und dann passen noch mehr Leute rein. Werden wir natürlich nur machen, wenn wir auch Bedarf haben. Also hier in der Insel, auf der Insel wird es jetzt erstmal keine neuen Häuser geben. Wir werden dann einfach aufwerten. Könnten natürlich auch einfach alles aufwerten und zum Beispiel die Häuser hier hinten wieder abreißen, aber nee, machen wir erstmal nicht. Erstmal nicht. So, wir brauchen ein Schiff. Also es gibt Erkundungsschiffe. Lässt sich opfern, um eine Insel komplett zu erkunden. Also wir fahren an eine Insel hin. Drücken auf den Knopf, Schiff ist weg, Insel ist erkundet. Kolonieschiff, weitere Insel, logisch. Und Handelsschiff, und das bauen wir jetzt halt. Wir brauchen jetzt ein Handelsschiff für automatische Handelsrouten, die immer hin und her fährt. Das immer hin und her fährt, Zeug transportiert.
Ja, Schiff ist schon im Bau. Hopp, hopp, hopp. Schauen das aus, sind die Leute alle zufrieden bei uns? Zumindest sieht man keine negativen. Ach nee, das sind Kinder. Bürger. Naja, naja. Aber die meisten sind zufrieden. Die so in den Minen arbeiten oder in der Werkzeugschmiede, da überall wo Schmutz ist, die sind ein bisschen, naja. Wasserproduktion 1, Bedarf 12. Wir haben 107 Wasser. Okay, die Anzeige kann gerade nicht stimmen. So, die Anzeige, wie viel drin gelagert ist. So, Transportschiff. Jetzt muss ich kurz überlegen. Die... Hier ging's. Genau. Wir brauchen einen Transport. Route hinzufügen. Zu... Genau, Rado. Ja, so wollen wir das. Verwalten. Schiff. So. Und wie habe ich jetzt hin... Ah, genau. Jetzt haben wir hier, zeigt er jetzt so eine, die Strecke an, wie der fährt. Und jetzt können wir auf das Zeichen in der Mitte, Ladeliste ansehen, können wir jetzt sagen, was der machen soll. Also er soll auf der Hauptinsel Holz laden. Wir wollen auf der Hauptinsel immer eine Reserve von 20 Holz. Und auf Rados Zuflucht wollen wir die Zielmenge ebenfalls 20 Holz. Also auf jeder Insel sollen mindestens immer 20 Holz sein. Das gleiche machen wir mit Stein. Die 20 habe ich mir übrigens einfach so ausgedacht, hat jetzt keinen besonderen Sinn. Werkzeug genauso. Ich will einfach auf beiden Inseln immer 20 haben. Normal ist es ja auch so, wenn auf der Zielinsel die 20 erreicht ist, dann bringt auch nichts mehr rüber und auf unserer Hauptinsel lagert mehr. So. Rote Forschung brauchen wir auf Rados Zuflucht gar nicht und es soll alles zur Hauptinsel. Gut, das war's auch schon. So wird jetzt transportiert. Und jetzt können wir nämlich anfangen und uns hier mal um Nahrung und Wasser kümmern. Wir reißen als erstes mal die zwei Sachen ab hier. Haben wir irgendwo eine größere, grünere Fläche? Hier hinten. Das finde ich sogar richtig gut. Genauso wie wir das wollen, ein Dreieck. Das gleiche hier übrigens auch nochmal. Und dann fangen wir mal an mit einem Brunnen. Und hier machen wir auch einen Brunnen hin. Das reißen wir auch noch ab. Wenn die beiden Brunnen stehen, werden wir Nahrung bauen. Ja, Nahrung ist jetzt gerade hier ein bisschen runter. Schiff wird gerade beladen. Forschungspunkte. Können wir denn eigentlich schon was Neues erforschen? Fällt mir gerade ein, brauche ich das eigentlich, dass ich die Forschung hier hin und her schleppe? Ja. Braucht man schon. Wir könnten direkt den Verschmutzungsraum, aber eigentlich brauchen wir den noch nicht. Als nächstes hätte ich eigentlich gern die Glasverarbeitung. Wir machen den Reiniger direkt. Auf der Hauptinsel haben wir ja direkt und wir haben die Forschungspunkte gerade. So, das hätten wir. Dann wollen wir hier auf jeden Fall... Also Kartoffeln haben wir auch. Ja, wir werden auch hier mal Kartoffeln machen. Und wir werden hier allerdings auch schon direkt mit
Obst anfangen. Obst können wir auf unserer anderen Insel dafür nicht bauen. Zeigen lässt er hier nicht zu. Die Insel ist nicht fruchtbar genug. Wir können die aber nicht auf... Die können wir auch auf Wüste bauen. Nee, geht nicht. Wollte gerade sagen. Hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn ich Obst in der Wüste anbauen kann. So, jetzt haben wir hier zweimal Kartoffeln, zweimal Obst. Ja, Essen kommt. Nur die Ruhe. Essen kommt. So, Schiff, was machst du? Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Eigentlich nicht. Nö. Schaut gut aus. So, die ersten, das erste Obst wurde produziert. Sehr schön. Brauchen hier aber schon mehr Leute. Deswegen können wir eigentlich direkt anfangen, hier mal die Häuser zu verbessern. Deswegen liefern wir jetzt auch immer die Ressourcen quasi hin und her. Und da wir dann schon... Oder wir brauchen eh noch viel mehr Nahrung. Werden wir auch hier schon mal weiterbauen. So, oh Gott, wir sind ja schon wieder bei 27 Minuten. Leute, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, es gefällt euch. Schreibt mir was in die Kommentare, damit ich weiß, gut, schlecht, aufhören, weiterspielen, wie auch immer. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Servus.